Champion, dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Ja, bitte. Was ist geschehen? Der erste Verzauberer aus Sino hatte einen fürchterlichen Streit mit der Kommandantin. Er ist davongestürmt, um der obersten Klerikerin die Angelegenheit vorzutragen. Aber die Kommandantin ist ihm gefolgt. Ich fürchte, das wird mit Blutvergießen enden. Was, dann bringt mich zu ihnen, bevor es dazu kommt. Kommt. Fehlte Buchstabe. Ich werde den Turm durchsuchen lassen, von unten bis oben. Das könnt ihr nicht tun. Ihr habt kein Recht dazu. Ich habe jegliches Recht dazu. Ihr versteckt hier Blutmagier. Und ich habe vor, sie aufzuspüren, bevor tun sie gar diese nicht, Stadt Meredith. Infizieren. Blutmagie? Wittert ihr eigentlich irgendwo keine Blutmagie? Wir können uns nicht einmal schneuzen, ohne dass ihr uns der Verderbtheit bezichtigt. Verscherzt es euch nicht mit mir, Magier. Meine Geduld ist erschöpft. Komisch, dass ich nie sah, wie es begann. Ist er wirklich unzertrennlich, oder? Ja, das stimmt alles. Was ist hier los? Das reicht. Was soll ich denn jetzt hier? Ich muss das so sagen. Wie ihr euch benehmt, werden die Leute bald anfangen zu tuscheln. Du bist hier. Das hier hat nichts mit euch zu tun, Champion. Ich habe sie hergebeten. Ich denke, die Leute verdienen es zu erfahren, was ihr getan habt. Was ich getan habe, war, die Einwohner dieser Stadt zu beschützen. Immer und immer wieder. Ja, manchmal. Was ich getan habe, war, euch Magier vor eurem Fluch und eurer eigenen Torheit zu beschützen. Ich höre nicht auf damit. Unsere Wachsamkeit wird nie nachlassen. Das Risiko werde ich nicht eingehen. Ach, Meredith. Wenn du ein bisschen weniger fanatisch wärst, ne? Würdest du das ja eigentlich alles ganz gut managen hier. Und eigentlich weiß ich ja, dass du gute Intentionen hast. Aber so geht das nicht. Du kannst nicht alle einsperren, damit niemand mehr irgendwie was Böses macht. So funktioniert es nicht. Gibt es noch mehr Blutmagier? Ist irgendetwas von dem, was sie sagt, wahr? Das sind nur ihre neuesten Anschuldigungen, nichts weiter. Und was geschieht, wenn sie nicht findet, wonach sie sucht? Wie weit wird sie dann noch gehen, um etwas zu finden, das nicht existiert? Der Champion weiß besser als jeder andere, wie tief die Verderbtheit des Zirkels reicht. Ich muss ihre Quelle finden. Diese Auseinandersetzungen müssen aufhören. Wir können es ja versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Angelegenheit zu klären. Haben wir denn eine andere Wahl? Sollen wir einfach wegsehen? Sollen wir den armen Opfern eines besessenen Magiers erzählen, dass wir niemandem schaden wollten? Sagt mir, Champion, dass ihr nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt, wozu sie fähig sind. Dass ihr nicht selbst die Lügen von Magiern gehört habt, die nach Macht streben. Ich habe auch Dinge gehört von Nicht-Magiern, die nach Macht streben, Meredith. Das ist keine Entschuldigung, ihr habt recht. Sie sind nicht alle gleich. Ihr könnt sie nicht alle aufgrund der Taten einiger weniger verurteilen. Ihr wollt uns alle als Schurken sehen, aber dem ist nicht so. Ich weiß. Und es bricht mir das Herz, das zu tun. Aber wir müssen wachsam sein. Wenn ihr mir keinen anderen Weg zeigen könnt, wagt es nicht, mich als Tyrannin darzustellen. Das führt zu nichts. Die oberste Klerikerin Elfena wird dem ein Ende machen. Ihr werdet ihre Gnaden nicht mit hineinziehen. Die oberste Klerikerin kann euch nicht helfen. Erklärt euch, Magier. Ich werde nicht untätig zusehen, wie ihr alle Magier wie Verbrecher behandelt. Während die, die uns anführen sollten, das Haupt vor ihren Kerkermeistern beugen. Wie? Ich hab den doch nicht mitgenommen. Der Zirkel hat uns im Stich gelassen, Osino. Selbst ihr müsstet das erkennen können. Lass das! Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Es darf keine Kompromisse mehr geben. Anders, was habt ihr getan? Anders? Es gibt kein Zurück mehr. Oh oh. Lauf weg! Das ist keine gute Idee, Anders. Das sieht schon echt krass aus. Das ist keine gute Idee gewesen. Erbauer sei gnädig. Es kann keinen Frieden geben. Warum? Warum habt ihr das getan? Ich habe die Chance auf eine Einigung zerstört, weil es niemals eine Einigung geben kann. Die oberste Klerikerin hat durch Magie den Tod gefunden.
Und die Kirche wurde zerstört. Toll. Als Kommandantin von Kirkwall berufe ich mich hiermit auf das Recht der Auflösung. Nein! Jeder einzelne Magier des Zirkels wird hingerichtet. Unverzüglich. Ach, Enders, das ist deine Schuld. Ihr seid nicht verantwortlich. Ihr dürft das nicht zulassen, Champion. Helft uns, diesen Wahnsinn aufzuhalten. Ich versuch's. Und ich verlange, dass ihr uns unterstützt. Nope. Selbst ihr müsst doch einsehen, dass eine derartige Ungeheuerlichkeit nicht hinnehmbar ist. Das war aber Enders. Das ist das absolute Chaos. Wir müssen der Kommandantin helfen. Nein. Nein, es war nicht ihre Schuld. Ihr könnt doch unmöglich Unschuldige abschlachten wollen, oder? Es lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Ihr müsst eine Wahl treffen. Was genau war dein Plan, Enders? War das der Grund, weshalb ich die oberste Klerikerin ablenken sollte? Wenn ihr gewusst hättet, was ich vorhatte, hättet ihr euch bei eurer Ehre verpflichtet gefühlt, mich aufzuhalten. Dieses Risiko konnte ich nicht eingehen. Der Können Zirkel wir Enders ist ein töten? Unrecht, nicht nur in Kirkwall, sondern auch an zahlreichen anderen Orten. Die Welt muss das erkennen. Ihr Narr! Ihr habt uns alle verdammt! Yep. Wir waren bereits verdammt. Wir hatten nur die Wahl, ob wir jetzt schnell oder später langsam sterben wollen. Und ich ziehe es vor, kämpfend in den Tod zu gehen. Das könnte es noch schlimmer machen. Was ist mit den Opfern? Ihr seid ein Mörder. Die oberste Klerikerin, die Magier. Ihr Blut klebt an euren Händen. Ich weiß. Es spielt keine Rolle. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich nicht untätig bleiben. Die Leute werden nach Blut verlangen. Ich möchte mehr Fragen stellen, bitte. Ich unterstütze natürlich die Magier. Weil ich finde die Templer sowieso doof. Und so. Und verschiedene Gründe. Gibt es eigentlich Leute, die hier die Templer unterstützen? Ich glaube selten, oder? Ich würde ja am liebsten keine Partei ergreifen, aber ich muss Partei ergreifen. Kann ich keine Partei ergreifen? Ich unterstütze die Magier eigentlich schon alleine deswegen, weil Bethany, meine Schwester, im Zirkel ist und ihr die nicht umbringen werdet. Klar? So, dass es mal klar ist. Oh Gott. Ich lasse nicht zu, dass sie euch alle abschlachtet. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Wenn ihr das tut, Hawk, weiß ich nicht, ob ich euch folgen kann. Ich weiß. Die Magier hier würden zu Magistern werden, wenn sie könnten. Quatsch. Lasst nicht zu, dass das geschieht. Seid ihr euch da sicher? Diesen Kampf könntet selbst ihr verlieren. Ich weiß, wir können es schaffen. Ich glaube an euch, Hawk. Denkt gut darüber nach, Champion. Wenn ihr euch auf ihre Seite stellt, werdet ihr auch ihr Schicksal teilen. Das Spiel zu Ende, wenn ich jetzt sterbe? Sorry, Meredith, aber das, so funktioniert das, diese Welt nicht. Nein. Ich verliere Gefährten dadurch, ne? Puh, schwere Entscheidung. Ich habe meine Wahl getroffen. Ich werde euch nicht helfen, Meredith. Dem Erbauer sei Dank. Nein, ich kämpfe nicht, um diese Magier zu retten. Weder für euch, noch für sonst jemanden. Dann geh nach Hause. Ich verstehe, was ihr vorhabt. Und mein Platz ist an eurer Seite. Ihr seid eine Narrin, Champion. Tötet sie alle! Ich mobilisiere den Rest des Ordens! Geht! Flieht in die Galgenburg, bevor es zu spät ist! Evelyn ist... Warte, ich bin alleine? Warum bin ich alleine? Was ist hier los? Evelyn ist an meiner Seite. Ich könnte gerade weinen vor Freude. Was ist mit dir da hinten? Du machst nichts oder was? Ich möchte dich. Wow, guck dir dieses Gesicht an. Das nenne ich mal Heroischkeit. Das ist gar kein Wort, aber... Ich versuche nicht irgendwie Zeit zu schinden oder so. Nein, ich will nur einen guten Screenshot für... Achso, er ist auf unserer Seite. Alles klar. Okay, dann geht mal los. Hey, warte mal, ich habe doch hier so... Können wir das mal machen? Bringt das irgendwas? Irgendwie nicht. Wir haben noch sowas. Das hat was. Okay.
Fürchte ich auch. Ich weiß nicht, ob wir diesen Krieg gewinnen. Er sitzt auf einer Kiste und tut nichts. Ich danke euch. Ich lasse euren Freund hier, damit ihr über sein Schicksal entscheiden könnt. Ich muss zurück in die Galgenburg. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir. Ennas, wir sind geschiedene Leute, nur dass es klar ist. Was ist mit deinen Händen los? Kann ich dir voll in den Arsch treten? Ihr könnt mir nicht sagen, was ich mir nicht schon selbst gesagt hätte. Ach, ich habe einen Geist in meine Seele aufgenommen und mich für alle Zeiten verändert, um dies zu erreichen. Dies ist die Gerechtigkeit, auf die alle Magier gewartet haben. Ist das der Wille von Gerechtigkeit? Hat euch dieser Geist gesagt, dass ihr das tun sollt? Nein. Als wir verschmolzen sind, hat er aufgehört zu existieren. Wir sind nun eins. Mhm. Ich kann das Unrecht des Zirkels nicht leichter hinnehmen, als er es gekonnt hätte. Der Zweck heiligt also die Mittel? Ihr habt also ein Massaker ausgelöst, nur um euren Standpunkt zu vertreten? Ich vertrete keinen Standpunkt. Ich verändere eine Welt. Nein. Ich dachte, wenn jemand es versteht, dann ihr. Das ist nur die eine Leute Stadt. Die Leute fürchten, wozu wir in der Lage sind. Aber es ist falsch, uns aus dieser Angst heraus zur Unterwerfung zu zwingen. Und sie haben dabei auch noch unseren Segen. Und wenn ich dafür mit meinem Leben bezahlen muss, dann bezahle ich diesen Preis. Vielleicht wäre Gerechtigkeit dann zumindest wieder frei. Was denken die anderen? Irgendwelche Meinungen? Der Glaube ist keine Entschuldigung. Und Aufrichtigkeit ist keine Rechtfertigung für das hier. Er sollte mit uns kommen und alles tun, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Stimmt. Ich habe all diese Magier und Templer so satt. Was auch immer ihr tun werdet, bringt es einfach hinter euch. Kann den doch jetzt nicht, also... Ich muss Pipi. Ah! Ich kann ihn nicht wegschicken. Ich meine, er ist dafür verantwortlich. Er sollte auch die Konsequenzen daraus ziehen. Die Konsequenzen sind entweder, helft mir, es wieder in Ordnung zu bringen, oder sterbt. Wenn ich jetzt ihre Sicht nehme, ne? Ich meine, ich mag den zwar nicht so gerne, aber sie liebt ihn ja. Habe ich ihr ja befohlen, das zu tun. Also, ja, ich habe schon jemanden verloren. Also, ich würde sagen, komm mit mir. Helft mir, die Magier zu verteidigen. Ihr meint, ich soll bei euch bleiben? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mir das gewährt. Arbeite! Aber wenn ihr es tut, werde ich gegen die Templer kämpfen. Ja, das werde ich, verdammt. Wir sollten uns schnellstens auf den Weg zur Galgenburg machen. Wir wollen doch nichts verpassen. Ich nehme dich trotzdem nicht mit. Vielleicht kannst du aber hier, ne? Tja, er ist schon ein echt guter Kämpfer und er kommt nicht mit. Wir hätten uns vielleicht doch mehr mit Fenris auseinandersetzen sollen. Ich meine, hallo, wir haben dir ein total tolles Schwert gekämpft, ja? Gekämpft. Gegeben. Und du kämpfst nicht für uns? Das geht so nicht. Okay, aber bevor ich auf Bestätigung klicke, muss ich mal eben Pipi machen. Kleinen Moment. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht so gut im Gefährten behalten. Aber naja. Was soll's. So, dann geht's mal hier weiter, ne? Der erste Verzauberer ist zur Galgenburg gegangen. Wir müssen ihn finden. Wieso geht denn er alleine los? Ich muss mal hier gucken. Ich kann hier nicht gucken. Gut, dann halt nicht. Dann sammeln wir mal erstmal alles ein, was hier so gibt, ne? Vielleicht können wir ja was davon gebrauchen. Hier war doch auch noch eine Kiste, oder nicht? Hä? Ach, da war die Kiste. So, wir haben uns entschieden. Wir stehen auf Seite der Magier. Ich möchte mich aber von Enders scheiden lassen. Nur, dass es klar ist. Ist hier noch was? Wir gehen hier natürlich überall gucken, ne? Hier können ja überall noch irgendwelche Schätze sein oder auch nur Fässer. Es hat gerade gespeichert. Ich habe auch nochmal gespeichert, zur Sicherheit. Hier kommen doch gerade von überall, gleich von überall Leute gehüpft.
Hui, toll. Hallo, ich kenne euch doch. Wieso muss eigentlich immer das ärmste Viertel darunter leiden, wenn irgendwas passiert? Hallo, guten Tag. Wieso werde ich immer noch nicht angegriffen? Das ist mir sehr suspekt. Okay, hier wurde zugemacht. Da können wir... Was ist denn das? Achso, Licht. Einfach nur Licht. Wie ihr seht, möchte ich total gerne weitergehen, um zu gucken, wo noch mehr Leute sind. Explodiert da immer was? Kann es das nochmal tun? Ich möchte das gerne einmal sehen. Na, anscheinend nicht. Bleibt, wo ihr seid. Ihr könnt nicht entkommen. Lasst es! In Ruhe. Ich habe nie um das hier gebeten. Ganz ruhig, ich das komme. Das ist eindeutig, Magierin. Wir können das Risiko nicht eingehen. Haltet euch von mir fern. Nein. Ich warne euch. Nein, 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 nein. Ich bin doch schon da, Mensch. Tötet es. Schnell, tötet es. Ich bin doch... Ach, was soll's. Hier, macht ihr mal. Seht ihr, was passiert, wenn ihr Idioten seid? Wie dich? Hä? Achso. Überall sind sie! Könnt ihr das mal lassen, bitte? Ich kämpf mal hier noch. Lass mir hier. Hier ist mir zu viel los. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ob da was bringt, aber mach mal. Kämpfe doch! Hier, da. So. Meine Güte, ey. Ja, jeden Moment. Wen haben wir jetzt noch? Hier, da ist noch einer. Siehst du, was passiert, wenn ihr die Leute, die Magier hier in die Ecke dringt, ja? Haben wir es jetzt? Gott sei Dank. Oh. So, erstmal sammeln hier. Ich drücke ja auch immer die falschen Knöpfe, weil ich so aufgeregt bin. Und meine Tastatur zu nah an mir dran liegt, glaube ich. Hätten wir nicht einfach weitergehen können? So, hier, macht ihr mal. Und wo muss ich überhaupt hin? Fragen über Fragen. Keine Antworten. Hier rein vielleicht? Nein. Ich kann mich nicht verstecken. Okay. So, Magier. Bitte Kontenance halten. Heißt das so? Ich weiß nicht. Wir werden versuchen, euch zu retten. Aber wenn ihr euch vorher selber... Das ist euer Ernst jetzt? Nächste! Beric! Geh doch nicht immer weiter zurück! Jetzt bleib doch mal stehen! Da sind noch mehr, denen wir helfen müssen, okay? Los, renn!
Ja, wo will er denn hin? Nächste! Nächste! Uff. Hä? Seid ihr einfach nur so hier? Ihr habt nicht gegen irgendwen gekämpft oder so? Was? Schrei doch nicht einfach so! Bist ins Feuer gelaufen oder was? So, wer liegt hier noch? Da oben noch? Nee. Okay. Dann gehen wir jetzt einmal hier hoch. Naja, klar. Du schleichst dich von hinten an? Könnt ihr mal... Okay, Varric. Geh irgendwo dahin, okay? Ich möchte auch noch irgendwen hauen. Die rennt halt schon mal weiter weg. Los! Du bist aber nicht tot. Hä? Warte, ich Den da! Was? Wo? Wer? Warum? Wo sind die denn her? Hier? Ihr könntet das auch einfach lassen. Meine Güte. Wisst ihr was? Muss mal eben hier sammeln, okay? Braucht das nämlich alles. Ihr macht das schon. So. Hier ist noch ein Fass. Ihr macht das sehr gut. So. Okay, ich kann wieder helfen. Kämpf! Boah. Geht's euch gut? Ja? Alles okay bei euch? Dem Erbauer sei Dank, dass ihr bei uns seid. Der Champion! Der Champion wird uns helfen! Er tut sein Bestes. So. Alles wird sich in der Galgenburg zuspitzen. Wie auch immer es endet. Das ist richtig. Da wollen wir jetzt hin. Ich hoffe, es endet so. Ich dachte immer, ich würde euch eines Tages verhaften. Mich? Wenn ich beschließe, mich verhaften zu lassen, Evelyn, seid ihr die Wache, die mich fangen darf. Fangen darf? Beschließe, verhaften zu lassen, hat euch wohl nicht gestört. Gut zu wissen. Ach ja, weiter geht's. Schön. Keine Videosequenz, wir machen mal F5 zum Speichern. Ach, da sind schon ganz viele Tote. Diese armen Leute, was haben sie nur getan, um das zu verdienen? Sie sind geboren worden. Mehr haben sie nicht getan. So. Ein Blutmagier? Nee. What? Wo hast du den denn hergezaubert?
Huch, oh Gott, geh da raus. Oh, du bist schon drin. Danke. Wer macht das? Der? Ich guck mal, was hier drin ist, ja? Oh, danke. Schätzchen? Hoch die Tasse. Du bitte auch? Ich hoffe, kein anderer braucht ihn. Ach, Quatsch. Nein! Evelyn? Du hast ihn gar nicht getrunken! Steh doch mal auf jetzt! Los! Gerade gestolpert. Der will springen. So, könntest du vielleicht mal aus dieser Ecke rausgehen? Da wäre ich dir sehr verbunden. Dahin. Okay, dann geh halt dahin. Oh. Wo bin ich? Oh oh. Puh. Okay. Beric, wo bist du? Greif hier irgendwie an, okay? Wo ist denn die? Ah, da! Ach, das können nur wir? Nee, das kann sie auch, ne? Warte mal. So. Dann, Bär, hier war das. Sollen wir den schon benutzen? I don't know. Okay, du trinkst mal sowas. Du trinkst sowas. Und dann machen wir jetzt erstmal weiter, okay? Nein, 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 nein. Schätzchen, du musst jetzt leider mal hier so durchlaufen. Hä? Nicht angreifen, dahin. Lauf, 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 lauf! Du kannst auch weiterlaufen. Hier, helf mal ihr. Und die liegen so weit auseinander, das ist nicht fair. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das kann ich euch schon mal behaupten. Wie soll ich das nicht schon vorher gemacht? Das wird nichts bringen.
passiert hier mit mir? Mit ihr passiert was. Hör auf! Okay, der ist schon mal weg. Wir schaffen das bestimmt. Warte. Entschuldigung. Kann ich den wieder trinken? Und du auch? Nee. Du kannst ihn trinken. Gut. Mach das bitte. Halten wir so lange noch durch? Das wollte ich doch gar nicht jetzt. Wir hatten am wenigsten hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt habe ich gedacht. Okay, warte. Warte. Du musst das hier bitte benutzen. Okay? Leg das mal dahin. So. Kriegen wir Evelyn mit rein? Nee, ne? Glaube nicht. Was? Es war doch so kurz davor. Ja, wir machen noch leichter. Wir waren so kurz davor. Okay, wir müssen auf jeden Fall sofort unser Mabari rufen. Kauft hier hinten irgendwo auf, ne? Da. Töte sie. Ha, so. Wer steht da drin? Du gehst mal dahin, so schnell wie es geht. Wo stehst du? Da. Du kannst einfach mal ihn angreifen. Jetzt schon? Geh da weg! Ja klar, ihr steht natürlich alle drin. Geh da hinten hin. Okay, du greifst an. Schön, sie ist schon tot. Okay, mach mal weiter. Du kannst mal hier zu ihm gehen eigentlich, oder? So, und du gehst auch da. Nicht da durch! Alle hier versammelt. Sehr schön. Du kommst bitte hier hin und greifst hier irgendwen an. Du gehst jetzt nicht wieder da hinten hin. Achso, ja. Vielleicht sollten wir sie wiederholen. Moment. Hä? Ja. Da liegt ein Mysterium von Kirkball. Braucht irgendwer was? Bei dir geht's, glaube ich, gerade noch, ne? Du machst das sehr gut. So, jetzt den da.
Nee, warte. Nee, lass das. Du solltest vielleicht einen nehmen. Jetzt ist er dran. Ich habe irgendwas gedrückt. Oh, das geht. Guck mal, was wir machen können. Das ist ja schön. Schön zu wissen. Trink was. Ja, trink dir einmal ein. Kann nicht schaden. Hä? Du bist schon... Du bist schon wieder so weit runter? Wie kann das sein? Okay, es sieht aber diesmal besser aus. Bitte sag mir, wir haben es geschafft. Bitte. Gott sei Dank. Ja, Meryl, kein Problem, machen wir. Uff. Okay, hier, nimm das und dann wird es dir bestimmt besser gehen. Siehst du, schon besser, ne? Achso, warte mal, bevor ich hier plünder, einmal speichern bitte. Diesen Kampf möchte ich nicht nochmal machen und das war wahrscheinlich noch nicht mal der schwerste hier. Doch, da. Nimm das. Was auch immer da drin ist, aber nimm es. Hier, mach da auf. Danke. Boah, ich bin völlig fertig, ne? Furchtbarer Kampf. Ganz furchtbarer Kampf.